Der Führerschein. Braucht jeder. Hat nicht jeder. War mal billig. Ist er heute nicht mehr. Der Wisch ist zu teuer. Der Wisch bringt zu wenig. Dein Wisch ist gar nicht der ganze Wisch, sondern irgendwie nur ein 1/17 davon. Fahrschule ist nicht gleich Fahrschule. Und warum muss ich das zum Fahren eines Autos wissen? Wie schnell darf ein Tempo 100 Bus auf der Landstraße fahren? Richtig, 80. Und was würdest du in dieser Situation machen? Und kriegt man Sonderpunkte für den Ball? Schreib mir deine nicht nur moralisch korrekte, sondern auch StVO-konforme Antwort in die endgültige Parkposition und das Video. Und ganz wichtig, wie teuer ist oder war dein Lappen? Meiner hat damals 2010 noch 2000 Euro gekostet und ich habe das Gefühl, das ist echt noch wenig. Und wenn mir irgendein Objekt mehr Verlangen gibt, zu fragen, was ist eigentlich falsch mit dir als der verschissene Führerschein, dann habe ich es noch nicht gefunden. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, die passagierende Peugeot-Prinzessin aus dem Internet. Aber bevor wir uns fragen, was alles mit dem heutigen Führerschein nicht stimmt, schauen wir uns mal an, wer ihn in seiner Vergangenheit so sehr verletzt hat, dass wir alle nun darunter leiden müssen. Schocker, die Geschichte des Führerscheins ist eng mit der Geschichte des Autos verbunden. Ich dachte erst, dass man vielleicht für seinen Hundeschlitten oder seine Postkutsche irgendeine Berechtigung brauchte, aber nein, das durfte jeder. Nur Frauen nicht. Aber die können ja eh nicht fahren. Haha. Nur, dass sie objektiv weniger Unfälle bauen als wir Männer. Das sehen. Jedenfalls war der erste Mensch mit Auto auch der erste Mensch, der deswegen beim Amt seinen Lappen abholen musste. Und dieser Lappen war Karl Benz. Also der Lappen, der den Lappen holen musste. Richtig, der Dude, der nicht nur das Auto erfunden hat, sondern auch Sterne auf Autos drauf. Und 2 Jahre nach dieser bahnbrechenden Erfindung, die damals noch niemand für bahnbrechend halten wollte, hat sich dann das großherzogliche badische Bezirksamt Mannheim 1888 gedacht. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte! Herr Benz wollte nämlich seine eigene Erfindung testfahren und dafür brauchte er natürlich eine offizielle Fahrerlaubnis. Weil Deutschland auch damals schon Deutschland war. Nicht, dass er mit den 0,75 Pferdestärken und 3 Holzreifen nur anfängt, Unfug auf der Piste anzustellen. Naja. Andererseits musste Karl für diesen Führerschein auch noch nicht ganz so viel machen. Er hat nämlich einfach gefragt und ihn bekommen. Kein lästiges Rätselraten zur Vorfahrtsgewährung und keine Fahrstunden. Ich glaube, so habe ich meinen auch bekommen. Lol. Und entsprechend sah das Teil auch aus. Was ist das? Das hat der Karl doch selbst geschrieben. Wie früher meine Entschuldigung für die Schule. Mit diesem Lappen, den ich eher als Lumpen bezeichnen würde, durfte der Gute dann aber auch nur in Mannheim und Umgebung cruisen. Mit Maximalgeschwindigkeit 16 km/h. Das kann ich gehen, wenn ich es eilig habe und ein Klo suche. Damals hatte aber noch jedes Reich des Deutschen Kaiserreichs seine eigenen Führerscheine. Und wehe, du bist mit deiner Karre über die Grenze gefahren, mein Freund. So schnell konntest du gar nicht gucken, da wurde dir das Auto abgenommen und du wurdest verhaftet. Beim Führerschein hörte nämlich schon damals die Freundschaft auf. 1903 folgte dann in ganz Deutschland auch die erste vorgeschriebene Ausbildung mit Prüfung. Es musste ja erstmal genug Autos geben und dann genug Leute, die sie auch verstehen. Und deswegen wurde die Prüfung von Ingenieuren des Dampfkessel-Revisionsvereins durchgeführt. Damals DRV, heute TÜV. Diese Typen haben davor die Sicherheit von Dampfkesseln und Aufzügen überprüft. Damals wie heute, Fahrprüfer anders qualifiziert. Dampfkessel, Aufzug, Auto, alles das Gleiche. Ach, das bisschen prüfen, ob jemand und sein Gefährt fahrtauglich sind, das sollte ja kein Problem sein. Diese frühzeitige Führerscheinprüfung hatte aber noch nichts mit der heutigen trostlosen Durchfallmaschinerie zu tun. Im Vorkriegskaiserreich musste man bei der Prüfung nämlich einfach nur Schrauben nachziehen und eine Panne beheben können. Du musst nicht wissen, wie man das Teil fährt, du musst nur wissen, wie man es nachher wieder zusammenschraubt, war das Motto. Um sich auf diesen nervendurchdrehenden Test vorbereiten zu können, wurde 1904 dann die erste richtige Fahrschule für Autos gegründet, die Autolenkschule. Fahrschulen für Kutschen gab es zwar auch, aber wie gesagt, ohne Test und Betriebserlaubnis. Im ersten Kurs wurden dann damals direkt 36 junge Männer ab 17 Jahren auf ihren zukünftigen Beruf vorbereitet. Chauffeur. Fairerweise gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch keine wirkliche Straßenverkehrsordnung, die man bei den angehenden Chauffeuren hätte abfragen können, denn das einzige Stoppschild war literarisch, das Kind vor dir auf der Straße. Und der Ball, für den man Extrapunkte kriegt. Die Vorgängerin der StVO kam nämlich erst 1909 und legte damit dann auch den Grundstein für unseren heutigen Verkehr. Und natürlich auch für das Lernen selbiges. Die Geburtsstunde der ersten deutschlandweiten einheitlichen Folter von jungen Menschen, die sich gern frei und autonom bewegen wollen, war dann 1923. Und diese Prüfung hatte es endlich in sich. Denn du musstest beschleunigen, bremsen, abbiegen, überholen und das Verlassen des eigenen Grundstückes in den Straßenverkehr können. Hä? Wie du von da wieder zurück auf dein Grundstück gekommen bist, war egal. Fahr einfach! Fahr weiter! Was damals, also die gesamte Prüfung war, musst du heute gefühlt schon in den ersten 20 Minuten nach dem Anschnallen für deine ersten praktischen Fahrstunden können. Und den Sitz einstellen, das Lenkrad einstellen, die Spiegel einstellen. Damals hatten Autos nicht mal Spiegel. Wenn du nach hinten gucken willst,
Ja, dann guck doch nach hinten. Die Führerscheinprüfung, wie du sie vielleicht kennst oder vergessen willst, wurde dann erst Ende der 50er Jahre eingeführt. Damals musste man Multiple-Choice-Fragen zu Verkehrsregeln, Verkehrsschildern, Fahrtechniken und grundlegenden technischen Kenntnissen über das Fahrzeug beantworten. Und auch die praktische Prüfung war dann schon pretty much the same wie heute. Was allerdings nicht gleich war, war der Preis. Du konntest nämlich für 300 D-Mark deinen Führerschein machen. Das ist ja ein Schnapper! Heute musst du gefühlt deine Niere, dein Fortnite-Account und dein gesamtes Geld vom Zeitungsaustragen hergeben, um überhaupt nur in die Nähe einer Fahrschule gelassen zu werden. Wobei man aber dazu sagen muss, inflationsbereinigt ist es fast dasselbe wie heutzutage. Aber wenn es dir früher zu teuer war, gab es wenigstens noch eine andere Lösung. Du musstest nämlich gar nicht zur Fahrschule. Die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht gibt es nämlich erst seit 55 Jahren. Da wurde Hugh Jackman geboren. Der sieht echt gut aus heute. Schmacko. Vorher durfte dir nämlich auch dein Opa Werner das Fahren beibringen. Kostenlos. Wichtig war ja nur, dass du die Prüfung bestehst. Woher du dein Wissen hattest, war... egal. Moment mal, das erklärt ja, warum so viele alte Menschen fahren wie die letzten... Worauf kommt es im Leben wirklich an? Natürlich die Technik, Thaddäus! Du hast nicht die richtige Technik. Die Technik! Ach ja, Technik ist schwer, kompliziert und immer so teuer. Falsch, falsch und nochmal falsch. Heute werden nämlich Technikmythen aufgedeckt mit Hightech. Hast du mal deren Mini-Editions gesehen? Die sind klein, leicht und voller Power. Und kompliziert, Digga. Nur wenn du keinen Experten zur Hand hast, der dir alles in dein Gehäuse stopft, was du willst. Dein Aufwand ist nämlich maximal eine Wunschliste zusammenzustellen oder schnell auf WhatsApp eine Nachricht drüber zu hauen oder zu fragen. Den Rest erledigt Hightech. Und teuer? Mit meinem Code Malternativ gibt's 5% Rabatt auf deinen Einkauf. Und nur mal unter uns beiden. Mit Easy Credit kannst du flexibel auf Raten zahlen. Du kommst aus Österreich? Da gibt's den besten Deal bei Santander. Also klick auf den Link, scan den QR-Code, nutze den Code Malternativ beim Checkout und freu dich über dein neues Technik-Baby von Hightech. Du bist aber süß. Mua! Mein Opa hat kostenlos bei der Armee einen Panzerführerschein gemacht und konnte bis zum Ende seines Lebens noch ohne Nachtest mit dem Golf direkt ins Grab einparken. Diese Zeiten sind nun aber leider vorbei und deswegen sitzen wir jetzt hier und fragen uns, warum zur Hölle müssen wir so leiden, nur um dann Stunden über Stunden in Staus oder mit der Suche nach einem Parkplatz in Berlin zu verbringen. Wenn du den Führerschein Klasse B, also für einen normalen PKW, erwerben willst, bedeutet das für dich erstmal im Normalfall 12 Doppelstunden je 90 Minuten Theorieunterricht für den Grundstoff und 2 Doppelstunden für den Zusatzstoff. Das heißt, du sitzt nach der Schule, der Arbeit oder sonst wann insgesamt 21 Stunden in der pubertären Hölle namens Fahrschule rum und lernst die Bedeutung von über 680 Verkehrsschildern und dividierst die Vorfahrtsregeln an deiner Kreuzung ohne Ampel mit 3 Autos, einem Fahrrad, 2 Elefanten, während der Mond quer zum Uranus steht. Und am Ende dieser 21 Stunden wartet dann der Grund, warum ich auch heute noch weinend an roten Ampeln stehe. Die Theorieprüfung. 30 Multiple-Choice-Fragen stehen zwischen dir und dem Bestehen. Der amtliche Fragenkatalog für die Führerscheinprüfung umfasst aktuell über 1000 Fragen, die sich ein Expertenteam aus Bundesministerium für Digitales Verkehr, TÜV und dem Deutschen Kraftfahrzeugüberwachungsverein ausdenkt. Und aus diesen 1000 Fragen werden dann random 30 Fragen für dich ausgesucht mit dem Ziel, dich mindestens einmal durchfallen zu lassen. Aber das Gute, es gibt für die Prüfung keine zeitliche Begrenzung. Toll! Wisst ihr, wie lange man in einem durchschnittlichen TÜV-Testgebäude an einem 100 Jahre alten IBM-Computer mit gelb gebräunter Tastatur sitzen will? Kurz. Und wird es wirklich besser, wenn du folgende Frage länger anstarrst? Ach, ganz klar, die Faustformel. Geschwindigkeit durch 10 mal 3 gleich Reaktionsweg, Bremsweg ist Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10 und der Anhalteweg ist beides zusammen. Ach so, dann lege ich nächstes Mal das Geodreieck an und hol den Abakus am Steuer. Ich bin felgenfest davon überzeugt, dass es überdurchschnittlich viele Menschen mit Führerschein, aber ohne die Fähigkeit, diese Rechnung auch nur annähernd beim Fahren durchzuführen gibt. Und um den Druck noch ein bisschen zu erhöhen, darfst du dir maximal 11 Fehlerpunkte leisten. Es sei denn, du verkackst 2 Fragen, die 5 Punkte gegeben hätten, dann bist du auch schon bei 10 Fehlerpunkten raus. Aber mach dir nichts draus. Wenn du durchfällst, denn letztes Jahr ist jeder zweite Prüfling durchgefallen. Jeder zweite. Und selbst wenn du bestehst, bist du ja nur eine Runde weiter. Mein Freund, nicht du beendest den Fahrunterricht, sondern der TÜV. Also ab ins Auto und fahren lernen. Klar, du kannst auch schon ohne bestandene Theorieprüfung die ersten praktischen Stunden ablegen, aber das ist gelinde gesagt ziemlich unpraktisch. Um zur praktischen Prüfung zugelassen zu werden, musst du nämlich mindestens erstmal ein paar Pflichtfahrstunden absolvieren und dafür ist es sinnvoll, theoretisch zu wissen, wo links und rechts ist. Wobei Stunde hier auch wieder gelungen ist. 5-mal musst du über Bundes- oder Landstraßen fahren, mindestens 4-mal über die Autobahn brettern und 3-mal bei Dunkelheit oder mindestens in der Dämmerung fahren. Und jede dieser Fahrstunden muss mindestens 45 Minuten dauern. Man wird also pro Minute noch mehr abgezogen als für eine volle Stunde. Und ja, du hast richtig gerechnet, das sind in Summe 9 echte Stunden Autofahren. Die deutsche Fahrerlaubnisverordnung schreibt also vor, dass du 21 verdammte richtige Stunden Verkehrsschildtheorie und nur lächerliche 9 Stunden echtes Autofahren vorweisen musst, damit du eine Prüfung ableben kannst und dann mit seiner 20 km/h von Berlin nach Hamburg brettern darfst. Das ist krass. Gut.
Jetzt muss ich dazu sagen, dass du je nach nicht vorhandenem Talent weitere Übungsstunden aufgebrummt bekommen kannst. Diese Entscheidung trifft aber dein Fahrlehrer bzw. deine Fahrlehrerin und nicht nach einem genormten Kriterienkatalog, sondern nach eigenem Gefühl und eigenem Geldbeutel. Wenn dein Fahrlehrer also einfach keinen Bock mehr auf dich hat, dann macht er die Pflichtstunden, schickt dich zur Prüfung, betet zur Straßenverkehrsordnung, dass er dein Gesicht nie wieder sehen muss. Oder er mag dich sehr und hält den Klingelbeutel unter das Kennzeichen. Und ich glaube, so ist es bei mir gelaufen. Ähnlich wie bei der Theorieprüfung ist auch die Durchfallquote bei der Praxisprüfung extrem hoch. Jeder dritte Prüfling darf beim Mrs. Puff zur Nachprüfung antanzen. So, und jetzt hört ihr Fahrschulen da draußen mir mal ganz genau zu. Wenn ich euch schon 4000 Euro in den Rachen schiebe, damit ihr mir verdammt nochmal beibringt, wie man Auto fährt, dann erwarte ich auch, dass ich lerne, wie man Auto fährt. Wie kann es denn sein, dass jeder zweite durch die Theorieprüfung und jeder dritte durch die Praxisprüfung fliegt, wenn es doch extra Schulen dafür gibt? Es bleibt ja auch nicht jeder zweite Schüler in einer normalen Schule jedes Jahr sitzen. Das Fahr vorne verstehe ich noch, aber alles danach erschließt sich mir da didaktisch also nicht. Und jetzt kommen wir nicht mit. Man lernt für das Leben, nicht für die Prüfung. Wenn ich so viel Geld zahle, dass ich über ein Jahr jeden Tag einen Döner davon kaufen könnte, dann muss ja wohl eine bestandene Prüfung, ein Platin-Führerschein und die Premium-Mitgliedschaft beim ADAC inklusive sein. Nö, nee, habt recht. Das ist ein tolles System. Da kann man gar nicht scammen. Und du? Du brauchst noch ein paar Stunden extra. Du musst mir eine Playstation kaufen. Aber wenn du diese Tortur überlebt hast, was dann? Dann bekommst du die vermutlich teuerste Plastikkarte deines Lebens und realisierst, dass du damit echt nur so ein blödes Auto fahren darfst. In Deutschland gibt es nämlich neben dem PKW-Führerschein nämlich auch noch 16 weitere Führerscheine. Für Mopeds und Roller, kleine Motorräder, für große Motorräder und Motorräder ohne Leistungsbeschränkung, PKW, LKW, Busse, Traktoren, alles nochmal mit kleinen Anhängern, mit großen Anhängern und in doppelter Ausführung, weil ein kleiner Traktor scheinbar komplett anders fährt als ein großer. Ich finde, ist ja schon krass, dass es mittlerweile 4 Modi bei Mario Kart gibt. Aber come on! Der einzige Grund, warum die anderen Klassen hinten auf meiner Mitgliedskarte für Autofahrer steht, ist doch Upselling. Die wollen doch, dass ich das Sammelheft vervollständige. Und für alle Führerscheinklassen musst du mal mindestens Aufbaukurse besuchen und für die meisten sogar wieder eine eigene Prüfung ablegen. Und ich glaube, ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Scheiß mal auf Aktien und Immobilien. Wir führen einfach noch mehr Führerscheinklassen ein. Du willst ein Bobbycar? 1500 Euro für die Fahrerlaubnis. Du brauchst Turnschuhe? Erstmal Aufbauseminar. Die blitzen dich irgendwann im Kaufhaus, wenn du zu wenig Geld ausgibst. Irgendwann wirst du im Kaufhaus geblitzt, wenn du zu langsam dein Geld ausgibst. Ich meine, schau mal in die Kommentare. Die sind voll mit ganz großen Geldbeträgen und traurigen Menschen, die sie zahlen mussten, weil deutsche Busfahrpläne scheinbar von irgendwelchen Stadttauben zusammengepickt wurden. Du zahlst 4000 Euro und hast dann die Freiheit. Fährst über die Autobahn und musst dann hier aufs Klo gehen. Nee, doch, du hast es geschafft. Sei mal stolz auf dich. Und jetzt mach ich eine Fahrschule auf. Da wirst du erreichbar. Und erste Stunde rückwärts einparken mit deiner Maus da auf diesem Video. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Naja.